Die Fisch- und Fangprofi-Liga wird Ihnen präsentiert von Spro. Sports Professionals seit 1994. Liebe Leserin, lieber Leser, es ist soweit. Auch das letzte Viertelfinale dieser Fisch- und Fang-Profiliga geht in seine entscheidende Phase. Mit Dietmar Isajasch und Klaus Mittmann treffen in dieser Ausgabe die beiden verbliebenen Profis aufeinander. Wer zieht ins Halbfinale ein? Die Entscheidung fällt am Rhein. Guten Morgen, liebe Fisch- und Fang-Zuschauer. Hier eine weitere Folge von der Fisch- und Fang-Profiliga. Diesmal die Partie Dietmar Isajasch gegen Klaus Mittmann. Wir sind hier wo genau? Erzähl ein bisschen zum Gewässer. Das ist ja das Rückspiel und genau. Wir befinden uns hier am Rhein, direkt hinter der holländisch-deutschen Grenze in den Niederlanden. Und wir fischen jetzt hier ein Buhnenfeld ab. Das ist ein paar Kilometer lang, also ein bisschen Wanderschuhe sollte man sich heute mitnehmen. Und ja, wir haben eigentlich alles zu erwarten, denn das ist ja Sinn der Sache, Hecht, Barsch, Zander und vielleicht noch in den einen oder anderen Überraschungsfisch. Mal schauen. Okay, es ist so, dass du 52 Punkte zurückliegst. Das musst du also heute aufholen. Es kann nur einer von euch weiterkommen. Und du hast mir gestern Abend erzählt, du hast noch nie einen Fisch aus dem Rhein gefangen. Richtig. Das möchten wir dann heute gerne ändern. Deinen ersten Rheinfisch. Ja. Was für ein Gefühl hast du? Auch ein gutes eigentlich, ja. Ich denke schon. Okay, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange drumherum, sondern fangen an zu fischen. Okay, die Regeln kennt ihr. Gebt euch noch die Hand. Alles klar. Viel Erfolg, ne? Und wir schauen. Ja. Dann möge das Fischen beginnen, bitte. Okay, danke schön. Mit diesen Worten schwärmen unsere beiden Angler aus und Babs heftet sich zunächst an die Fersen des Gastgebers. So, was ist dein Köder heute? Nee, das ist deine Verpflegung. Putenbrustfilet, klar. Mit welcher Taktik beginnst du den Tag? Hier rein ist Gummifisch natürlich. Ich bin ganz gespannt, weil Klaus ist natürlich jemand, der auch sehr, sehr viel mit Drachkovic angelt, wie weit das funktioniert. Aber wir schauen mal. Also Gummifisch ist sicherlich hier somit die Methode. Auch nachher gucken, wenn man einen Zander vielleicht erwischt hatte, wie das dann aussieht. Um eventuell mit einem mit einem Dropschutzsystem noch einen Barsch zu erwischen. Mhm. Wir schauen einfach. Mit wie viel Gewicht hast du deinen Gummifisch ausgestattet? Ich habe jetzt erstmal mit 20 Gramm gefischt und dann sehen wir einfach mal, wie die ganze Sache funktioniert. Er will nicht reden. Erstmal fischen. Guck mal. Ja, bitte. Na klar will Dietmar erstmal fischen. Schließlich muss er einige Punkte aufholen, um noch eine Chance auf das Halbfinale zu haben. Schnell landet sein Gummifisch deshalb genau in der verheißungsvollen Kehrströmung. Nur wenige Meter neben Dietmar macht auch Klaus seine ersten Würfe am Rhein. Und natürlich will Babs auch von ihm wissen, welche Taktik er verfolgt. Hallo, lieber Klaus. Was hast du denn für den ersten Eindruck? Habe ich dich ja vorhin schon gefragt. Du siehst ja jetzt das Gewässer. Wirklich ins Gespräch kommen die beiden allerdings nicht, denn bei Dietmar... Fisch! Das ging ja schnell. Schon nach einer Minute drillt Dietmar den ersten Wertungsfisch. Und so schnell wie der Hecht gebissen hat, so schnell liegt er auch im Kescher. Wenn das kein Auftakt ist. Ein schöner Esox kann vermessen werden. Wie du magst. Ist ein. Hast du. Er ist aber über 63, also 64. Es ist? Ja, tatsächlich, 64. Sehr gut, ein guter Anfang. In der Tat, einen besseren Beginn kann man sich als Gastgeber nicht wünschen. Klaus Hecht ist schon weg. Ja, ist doch gut. Wie groß war er? 64, das habe ich gehört. Mhm. Ja, Petri Heil. Und Petri Heil scheint Dietmar heute wörtlich zu nehmen. Barsch. Sensationell, Didi, was ist hier los? Du räumst jetzt schon deine ganzen drei Fische schon morgens ab. Meine Frau ist im Krankenhaus. Muss ich beeilen, dass ich schnell sie besuchen kann. Ja. Herzliche Grüße an Carmen. Was denkst du, was es ist? Vom Rappeln her würde ich sagen, ist ein Barsch. Könnte aber auch ein kleiner Zander sein. Gucken wir mal. Barsch. Ruckzuck landet auch der Barsch in Didis Kescher und Babs verkündet. Oh je. Oh. Genau. 35. Zählt doppelt, weißt du? Da ist ja auch noch 70. Platz. Sehr gut. Okay. Yummy, yummy. Das
geht ja gut los. In nur 2 Minuten zieht Dietmar mit einem 64er Hecht und einem 35er Barsch förmlich aus dem Stand an Klaus vorbei und sorgt für ein neues Zwischenergebnis. 186 zu 104. So, lieber Klaus, jetzt, das war mal ein Anfang. Ey. Wir sind gerade noch nicht mal 5 Minuten hier und der legt schon so eine Sache vor. Degradiert dich das etwas, oder? Nee, wieso sollte das? Du bist optimistisch weiterhin zuversichtlich. Jetzt hat er ja da ein bisschen den besseren Platz. Er fischt direkt an der Strömungskante. Mhm. Was machst du? Ich fische daneben. Trinkst ihn ein bisschen weg. Nee, dann gehe ich eher an einen anderen Buhnenkopf. Okay, aber du hast alles fürs Drakovic-System dabei, aber fischst trotzdem erstmal Gummi. Ja, ich fange erstmal mit Gummi an und werde aber sicherlich noch den Drakovic fischen. Der Tag ist ja, fängt ja gerade erst an. Ja, okay. Jetzt schon Nerven zu zeigen, das wäre ja, weiß ich nicht, also nee, kommt nicht in Frage. Aber jetzt hat schon wieder ein. Ja. Das wollte ich zwar jetzt nicht sagen, aber es ist tatsächlich so. Ja, was soll ich sagen? Ui. Und während sich Babs nun also bereits zum 3. Mal auf den Weg zum Messen macht, schauen wir uns den Biss nochmal genau an. Dietmar fischt natürlich immer noch mit seinem Erfolgsgummifisch. Und genau an der Steinpackung zu seinen Füßen packt auch der 3. Räuber des Tages knallhart zu. Nach Hecht und Barsch fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Zander, um das begehrte Trio komplett zu machen. Komm mal, was soll ich sagen? Keiner der ganzen Leute hat in den ersten 5 Minuten alle 3 Fischarten gefangen. Warte mal, bin ich schon gerade wieder. Du drückst hinten runter, ich halte die Messlatte gerade. 40. 40. Ja, das ist der Weltmeister. Er kann's. Mit nun 122 Punkten Vorsprung im Rücken wechselt Dietmar kurz darauf die Strategie. Probieren wir mal ein wenig mit Dropshot. Die Angelstelle ist ganz schön ausgemergelt hier. Man merkt, der Fisch hat nicht so richtig Bock mehr. Und dann kann das mit der Dropshot-Methode durchaus noch den einen oder anderen Fisch bringen. Und ich fische sehr gerne lange Haken. In diesem Falle habe ich sogar einen Gamakatsu-Butthaken aufgezogen, weil ich einen langen Köder fische und ihn quasi so präsentiere, als würde ich mit einem Bleikopf fischen. So, schön auffädeln. So sieht die ganze Herrlichkeit aus. Schöner großer Bogen. Die Nase vorne schön am Knoten. Und die Sache ist fertig. Während es Dietmar nun also an der Erfolgsbuhne mit der Dropshot-Montage versucht, ändert auch Klaus seine Strategie. Er hofft, mit seinem Drakovic-System an der nächsten Buhne zum Erfolg zu kommen. So, der Klaus, der wechselt jetzt nochmal den Buhnenkopf, er geht zum nächsten weiter. Didi bleibt hier. Ich habe gesagt, ein Buhnenabstand ist okay, kann ich noch rennen. Ich setze mich genau in die Mitte der Buhne und gucke dann da mal, wer da bessere Chancen hat. Ich glaube, dass der Klaus jetzt seinen Platz weckt, ist taktisch eine gute Entscheidung, da er jetzt exakt mit an der Strömungskarte mit seinem Drakovic-System fischen kann. Gute Sache. In der Hoffnung auf seinen ersten Fisch an diesem Tag versucht es Klaus nun mit seiner Lieblingsmethode. Zur Bewegung des Köders kommt bei ihm nun auch noch etwas natürliches Köderfischaroma hinzu. Da muss doch was gehen. Doch so sehr sich Klaus in der nächsten Stunde auch bemüht, wirklich aufgehen will sein Plan nicht. Kein Biss, kein Fisch. Ganz anders läuft es auf der anderen Buhne bei Dietmar. Auch mit der Dropshot-Methode scheint er heute genau das anzubieten, was die Fische wollen. Ja, ein Maßband wäre jetzt gut, ne? Einigen wir uns auf 43. Mhm. Ja, Kopf auch angelegt. Mhm. Gut, 43. Also 3 cm gut gemacht. Wie gesagt, manchmal kann man gut erkennen, man ist mit Bleiköpfen beschäftigt. Hat eine Stelle eigentlich abgefischt, man ist schon auf dem Weg. Ach, ich gehe mir doch wieder einen anderen Platz suchen. Fisch ist aber da und kann sein, dass er nur wenige Meter stromabwärts oder stromaufwärts plötzlich Köder frisst,
die sich etwas mehr über dem Gewässerboden bewegen. Und das sind hier so gute halben Meter, 50, 60 Zentimeter. Und das wollen sie. Apple Seed, immer eine gute Farbe, gerade wenn das Wasser am Rhein trübe ist und viele Grundeln vorkommen. Also von daher, toppi toppi. So, schauen wir, ob wir noch einen kriegen. So, lieber Didi, ich hörte dich hier nur etwas japsen. Du hast einen Fisch gefangen. Nee, drei habe ich noch. Drei hast du gefangen? Ja, aber zwei kleinere Zander und einen habe ich mich noch um 3 Zentimeter verbessert mit einem Zander. Aber wie gesagt, keine größeren, sondern 43 war er gewesen. Aber okay. War gut. Okay. Man beschwert sich ja nicht. Man ist froh bei solchen schönen Bedingungen, dass man überhaupt noch Fische bekommt zum Mittag hin. Klasse. Und womit hast du den gefangen? Auf Dropshot. War gleich der erste Wurf. Ich hatte noch dem Birger kurz erklärt, was ich gerade vorhabe oder was ich gleich vorhaben werde. Und dann habe ich reingeschmissen und habe sofort gerappelt und dann 2, 3 Würfe später noch Nummer 2 und Nummer 3. Super. Das ist auch wieder eine Zeit lang ein bisschen ruhiger. Dann gucken wir mal, vielleicht sind da noch ein paar mehr Fische da. Vielleicht lässt du den Klaus auch noch ein. Du, hier ist alles, der Rhein ist voll. Man muss nur ausharren. Okay. Früher oder später beißt einer. Sehr gut, weiter so. Dankeschön. Und wo wir gerade beim Ausharren sind, auch Klaus versucht sich in dieser Disziplin. Doch irgendwie scheint der Niedersachse heute mit dem falschen Bein aufgestanden zu sein. Während Dietmar nur wenige hundert Meter weiter einen Zander nach dem anderen fängt, herrscht bei Klaus Flaute. Auch ein erneuter Wechsel auf Gummi bringt ihm außer einer Perücke nichts ein. Kurzum, die Motivation ist auf dem Tiefpunkt angekommen. Und selbst Babs scheint nichts mehr ausrichten zu können. Während Klaus also neu montieren darf, läuft es bei Dietmar immer noch wie geschmiert. Erneut hat ein Zander seinen Gummifisch attackiert und es scheint, als bringt dieser Fisch sogar noch ein paar zusätzliche Punkte aufs Konto des Walholländers. Bingo! Ja! Und wieder Dropshot und Appleseed. Tiddler Fast, das mögen sie. Grundeln und Zander, yummy, yummy. Schöner harter Biss gewesen. So, mal gucken, ob wir noch ein bisschen Geld für diese Aktion zusammenkriegen. Jeder Zentimeter ist 1 Euro. Was haben wir da? So, der liegt da vorne an. Er ist über 55, warte mal, wir legen das mal richtig hin. Was haben wir? 56. Ja, 56. Noch ein Zehner drauf. Noch ein Punkt drauf. Thank you very much. Mit diesem Zander baut Dietmar seinen Punktevorsprung auf wirklich beachtliche 139 Zähler aus. Und auch Klaus scheint sich mit dem Ergebnis abgefunden zu haben, bis... Urplötzlich ist der heute so glücklose Klaus wieder im Rennen. Denn was da am anderen Ende der Schnur kämpft, kann sich mehr als sehen lassen. Ein großer Hecht hat sich den Gummifisch geschnappt. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen. Mann, das war auch eine schwere Geburt. Meine Herren. Aber der geht doch schon, oder? Ja, irgendwie schaffe ich es dann doch wieder, einen großen Fisch zu fangen, wie beim Hinspiel. Könnte von der Großen sogar passen. Birger, was hast du? Hat er einen Meter oder? Könnte eng werden. Wir messen. Wir werden es gleich sehen. Nach den Regularien der Profiliga bringt Klaus dieser Fisch genau 100 Punkte aufs Konto und lässt Dietmars Vorsprung mit einem Schlag beachtlich schrumpfen. Nur noch 38 Zähler trennen die beiden. Nachdem wir den meinen ersten Reihenfisch versorgt haben, geht es jetzt weiter. Jetzt versuche ich noch einen Zander zu fangen. Und dann schauen wir mal, wie das Punktekonto danach aussieht. Hallo Klaus, ich komme gerade vom Didi. Ja. Der hat noch einen Zander gefangen und 1 Zentimeter noch gut gemacht. Okay. Aber ich habe auch 1 Zentimeter gut gemacht. Ehrlich? Du hast deinen ersten Reihenfisch? Erster Reihenfisch und der hatte gleich 1 Meter, du? Nein! Tja,
Ernsthaft? Ja, da will ich jetzt keinen Buschi kriegen, ne? Ey Mann, ich freue mich darüber tierisch. Super. Glückwunsch zu deinem ersten Rein Zander, das wäre ja dann Reinhecht. Oh ne, Meter. Ja, sensationell. Und wie war's? Aufregend, wie immer bei meinen Drills. Der Kescher war dann doch ein bisschen klein und dann ging er noch hier um die Ecke. Und dann musste ich eine Handlandung machen. Und ich hab's verpasst und alles ging gut? Alles ging gut, ja. Boah, ja super, ja. Super. Jetzt brauche ich noch einen Zander oder einen Barsch, ne? Ja, alles klar, dann treffen dich ja meine Nachrichten gar nicht so, ein Zentimeter, Zander noch. Du liegst ja dann doch nicht mehr so weit hinten, das ist ja alles noch machbar. Wieder. Ja. Nicht schlecht. Dann werden wir jetzt mal telefonisch diese schöne Kunde mitteilen. Was hältst du davon? Ja, wenn wir das müssen. Müssen wir das? Ich mach das gerne. Nach dem kapitalen Hecht bei Klaus und einem letzten Zander bei Dietmar kehrt am Nachmittag langsam Ruhe ein. Und während es Klaus nun mit kleineren Gummifischen hauptsächlich auf Barsch abgesehen hat, setzt Dietmar nach wie vor auf seine Erfolgsmontage. Extrem fängig und leicht zu binden. Was will man mehr? So, ich fische Dropshot. Ich habe gesehen, von den 9 Fischen, die ich bislang gefangen habe, habe ich 6 auf Dropshot gefangen. Und da fische ich am allerliebsten einen großen Butthaken. Das ist jetzt hier ein 3-0er oder ein 4-0er Butthaken. So der Abstand, der müsste stimmen. Nach oben hin auch ein bisschen. Und dann mache ich einen ganz simplen Knoten. Kein Palomar-Knoten, sondern einfach eine kleine Schlaufe. Und durch diese Schlaufe friemel ich diesen großen Haken 5-mal so durch. Ich schlaufe ihn quasi ein und bekomme dann gleich an der linken und rechten Seite vom Hakenschenkel, also vom Öhr, bekomme ich dann so ein wenig verdrehten Knoten. Das könnt ihr jetzt gleich gut sehen. Das links und rechts, dasselbe Spiel. Beides verdreht. Kurz feucht machen, den Haken. So, und dann gut anziehen. Guck mal, dann habt ihr einen richtig geilen Haken, der hundertprozentig rechtwinklig absteht. Das untere Ende, kommt mein Bleigewicht rein. So, der Abstand ist prima. Zack, kurz festziehen, gut ist. Bewährt hat sich der Tiddler Fast in Braun bei dem recht hellen Wetter, weil die Farbe heute echt megamäßig. Also never change your winning team. Ich habe da 6 Fische drauf gehabt und noch ein paar Bisse. Also warum nicht? Aufziehen. Ich ziehe den auf. Ich fische jetzt das nicht mit Offset, sondern ich ziehe ihn ganz normal auf wie einen richtigen Gummifisch auf einen Bleikopf. Könnt ihr wunderbar sehen. Ich kriege auf diese Weise einen richtig schönen Hakenbogen oben, der richtig schön rausschaut. Und wenn der Biss kommt, bumm. Also ich fische nichts anderes als einen ganz normalen Jig-Haken oder Jig-Kopf mit Blei vorne, nur dass ich hier schwerelos fische. Und das wollen die an manchen Tagen, gerade wenn sie nicht besonders beißen, und dann saugen sie die ganze Geschichte prima ein. Und ja, sollte wieder klappen. Alles gut wegpacken und dann zusehen, dass wir noch ein paar Zentimeter oben drauf legen und hoffen, dass wir noch ein paar Anbisse kriegen. So, weiter geht's. Mit neu montiertem System macht sich Dietmar wieder ans Werk und gesellt sich für die letzte Stunde zu seinem Gast. Gemeinsam fischen die beiden Profis die Kehrströmung ab. Ein weiterer Fisch allerdings geht keinem der erfahrenen Angler an den Haken. Ein toller Angeltag geht zu Ende und Babs beschließt diese Ausgabe mit einem kleinen Fazit. Aus die Maus! Aus die Maus! Ihr habt das toll gemacht, die Partie ist vorbei. Du bist der Metermann, ich habe sehr großen Respekt vor dir. Glückwunsch! Wir wussten ja am Anfang, es konnte nur einen geben. Ja, nur. Aber hör mal, dein erster Fisch, Meter. Ja, ist auch was toll. Ne? War ein toller Nachmittag. Ja, ich meine, die Buhnenfelder, die waren, die haben immer ihren Fisch. Also gerade, ja. Ich habe mit viel mehr Zander gerechnet. Guck mal, ich habe jetzt 8 Zander und 2 andere Fische, also einen Barsch und einen Hecht. Und ich habe auf jeden Fall gerechnet, dass du mindestens 2, 3, gerade mit Drachkowitsch, das hätte hier ja, hat alles funktioniert heute. Das, und die waren auch ein bisschen zickig gewesen, die Fische. Also die Bisse waren auch, wie gesagt, auch um mal ändern. Guck mal, ich habe nachher Dropshot gefischt und da ging genau die Sache auf und hat sehr viel Fisch noch gebracht und noch ein paar Fehlbisse gehabt. Aber so ist das. Also wir wussten das ja, wie gesagt, vorher, es kommt nur einer weiter. Ja.
Und, aber war sehr spannend, also bis zur letzten Minute. Es war doch und vor allem sehr viel Live-Bisse, ne? Also deiner ist live drauf, ne? Der Hecht und die Fische von mir. Da vor allem sehen die Leute ja auch wirklich, dass das realistisch ist. Und wir können auch, ne, wir können auch ohne Boot können wir unsere Fische fangen. Ne? Ja. Das ist auch ganz gut. Ja, also liebe Zuschauer, es war eine sehr tolle Partie. Es hat mir viel Spaß gemacht, euch über die Schultern zu schauen. Netter Kerl und ich hoffe, dass wir bei uns mal nach Weser sehen. Also das möchte ich mal machen und den Buhnen da fischen. Dann sagen wir Tschüss vom Rhein. Tschüss, ciao. Damit steht es fest. Neben Uli Bayer, Jan Lock und Stefan Seuss zieht nun auch Dietmar Isajasch ins Halbfinale ein und komplettiert damit das Profi-Quartett. Bereits in der nächsten Ausgabe starten die Halbfinalpartien. Bleiben Sie also gespannt und freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Ausgabe der Fisch und Fang Profiliga.